wunderschönen guten Morgen, Freunde. Hier sind wir am Niederrhein, einem verlassenen Bauernhof, und mal schauen, wie es hier drin aussieht. Also das Ding soll schon seit 20 Jahren leer stehen. Ich filme mal um dich herum, da gehe ich vor. Hast du Taschenlampe? Wie es hier aussieht. Eieiei. Mach du Angst, das nicht. Auf jeden Fall ein Katzenliebhaber. Ja. Ziemlich spärlich. Guck mal, den jetzt in das englische Bauernhaus rein. Hier. Ups. Die Taschenlampe. Ja, ich glaube hier, ja, ne? Mhm. Ach, da geht's nach oben. Ja, lass mich mal ruhig in die Spinnenweben laufen. Ach so. Ja, ist gut. Da muss man mitrechnen. Sollen wir gleich nach oben gehen? Wie lange steht das Ding schon leer? 20 Jahre? Ja, irgendwie seit immer 20 Jahren wohl. Boah, die Treppe, ne? Macht ganz nicht. Sag mal, wir müssen auf jeden Schritt hier aufpassen, ne? Ja. Das ist alles aus Holz hier, das Ding. Ach, du ahnst es nicht. Wo hast du das Ding aufgegabelt? Da habe ich gesagt, das Ding erinnert mich an eine Location, wo ich mal mit dem Hubert und der Nicole war. Ach, da geht es weiter. Da sah es nämlich genauso aus. Ich glaube, das Haus des Lehrers nannten die das. Das war ja auch so verrammelt. Dreiteilige Matratzen. Boah, das stinkt hier. Möchtest du gleich hochkommen? Komm ich hier aber erst wieder runter. Denn hier oben zu zweit, wird schwierig. Was ist das denn? Ich weiß auch gar nicht, ob man überall hier reingehen sollte. So, ich mach mal eben einen Cut, dann kann ich. Noch Kohlebrücke. Fahrrad passt aber so gar nicht in die Zeit. Guck mal, so ganz altes Geschirr hier. Franks. Eine Zeitreise. Das Ding steht aber länger als 20 Jahre leer. Ist das ein Kompressor oder eine Pumpe? Aber der ist auch noch nicht so alt.
Fallen mir nur nicht durch die Decke da oben. Ich komme jetzt wieder runter. Mhm. Auf einem Foto ist da so ein Kreuz. Ja, wo das ist da oben. Das habe ich oben auch nicht gesehen. Mhm. Aber es geht, wir sind ja noch nicht durch. Das war ja auch ein Schlafzimmer, ne? Ja. Aber vielleicht geht es ja hier weiter. Boah. Ah, da hängt ein Kalender, da kann man mal gucken. Von wann hat. Tatsächlich, das ist der Kalender von, da war zwei, 75. Von 2000. Alte Telefonbücher von 1999, 2000, 97, 98. Hier ist die große Bratjahre. Lecker. Das war für den so Saba, so einen schönen alten Röhrenfernseher. Gibt es nicht mehr. Die Marke. Wie die Leute wohl früher gelebt haben, ne? Ach, da ist das Kreuz. Ich hab's gefunden. Herzliches Beileid. Ja, hier ist wohl. Boah, hier hängt die ganze Decke runter. Gewerkschaft Auguste Victoria. Aha. Ist das hier eng? Ist das hier zugestellt? Guck mal hier. Ups, was ist denn jetzt wie lang? Hier los. Daniel, gucke. So. Liegt auch Trauer. Im Trauergarten liegen die jede Menge rum, ne? Ich mach mal eben aus. Ich geh mal wieder raus. Heidelbeeren. Mindesthaltbarkeitsdatum Ende 1992. Die Nina war schön, sie von hier. Bauernhof im Nichts. Was ist das denn für Ding? Ach, da hat man Kartoffeln, glaube ich, im Kleinen gemacht. Hm. Wie so was für Reibekuchen. Überall liegt die Kohle rum.
Alles gut, Nina? Boah, mal hier frische Luft holen. Weit und breit nichts. Das Ding steht ja schon lange, lange her. Stimmt schon vor 2000. Schade, manchmal findet man irgendwie Traktoren noch. Da oben gehe ich auch nicht. Komm ich da jetzt rein? Komm ich da überhaupt rein? Das hat die mir nur noch vorgestellt. Kann ich schon drüber filmen. Jo. Auch nichts Wertvolles da drin. Schöner kleiner Restbauernhof. Die Leute leben wahrscheinlich nicht mehr. Ein riesen Grundstück dazu. Aber ist kein Bauland daher und nicht viel wert. Oh, da hinten geht's noch weiter. Da muss ich aber erstmal warten, bis die Nina da ist. Ja, jetzt versuche ich mich mal hier in den Schuppen. Alte Röhrenfernseher. Ah, ein Katalytik. Forellen. Vorsicht, hier denkt der Chef. Ja, manche Chefs sollten wirklich mal denken. Boah, der Boden gibt wohl nach. Na gut, hier ist vermutlich kein Keller drunter. Eine alte Mikrowelle.
nur ein kleines süßes Radio. Von Elta. Elta gibt es aber noch. Kraftliebe. Boah, ist ja alles Mögliche. Was mag das sein? Staubsauger? Ja, ja. Was ist das hier? Da kommen wir gar nicht rein. Ein IBC-Tank. Forellen. Frisch und geräuchert. Apotheke. Ja. Gelsenkirchen, nee, da so viel. Hier sind wir auch nicht in Gelsenkirchen. Eier. Was ist das für ein Gerät? Ja, Hilfe. Und dann bestimmt auch noch der Hals hier. So ein Messerscharfgerät. Kraftkleber. Teebeutel. Ein schönes altes Radio. Das ist die Mikrowelle. Schnapsgläser. Eifelfeuer. Ja, das ist mal auch. Eine Eifel. Radkreuz. Ja, Freunde, das war's hier von dem kleinen Bauernhof hier im Niederrhein. Da scheint sich auch einer von unseren Autos zu interessieren. Da müssen wir gleich mal hin.